In diesem Video geht es um die Schweißsteuerung BIFRC Version 1.2. Die habe ich bei AliExpress gekauft. Die ist ganz interessant, funktioniert auch wunderbar, aber man muss ja etwas beachten, sonst hat man nicht lang Spaß an dieser Schaltung. Zu den ganzen Elementen hier auf der Platine. Hier hat man einen XT60 Stecker. Hier ist der Prozessor, der die ganzen Schweißzeiten steuert. Hier hat man einen Kontakt, da kann man noch einen Schalter anlöten und den Schweißprozess dann mit dem Taster auslösen. Hier hat man 8 leistungsstarke MOSFETs, die 300 Ampere schalten können. 3 fehlen jetzt hier leider, die habe ich kaputt gemacht. Die musste ich jetzt entfernen, die hatten einen Kurzschluss. Es geht auch mit den 5 hier. Ja, das ist der Taster für die Modis, wo man das ja alles anwählen kann. Das zeige ich jetzt gleich. Was hat man noch drauf? Ein Spannungsregler, 5 Volt Spannungsregler, der den Prozessor versorgt. Hier hat man dann die Betriebsanzeige, so eine LED. Und hier hat man noch einen Low-ESR-Kondensator mit dazu geliefert bekommen, den man hier anlöten sollte, laut Beschreibung. Na, dass, wenn die das Butter hier den Strom durchschaltet, dass der Chip oder die MOSFETs dann ordentlich durchgesteuert werden. Das ist alles schon so weit, so gut. Aber das Problem ist, wenn man hier den Stecker, das mit dem oder hier den Akku gleich direkt hier an der Platine ansteckt, ne, und beim Schweißen entsteht ja ein hoher Strom und dann bricht ja logischerweise die Spannung von dem Akku ein. Und dann kann das passieren, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird, weil der Chip, na, da funktioniert ja mit 5 Volt. Und das reicht ja nicht, die Transistoren, die MOSFETs hier richtig durchschalten zu können. Na, da hat man jetzt hier nochmal ein paar Transistoren, die das dann verstärken, die jetzt dann halt die Eingangsspannung, also es soll ja mit 12 Volt hier hantiert werden, oder ist die Schaltung besser gesagt ausgelegt, und die Transistoren schalten dann die Betriebsspannung an das Gate, na, dass die vernünftig durchschalten. So, aber in dem Fall, wenn die Spannung zusammenbricht beim Schweißen, werden die nicht mal richtig durchgesteuert und dann rennen die dann halt durch. Ne? Das habe ich hier selber erlebt. Und das ist auf jeden Fall zu beachten hier. So, das ist ja der Standardschweißmodus hier, wo eben eine festgelegte Zeit der Impuls hier ausgelöst wird. Und wenn man das jetzt hier mit dem Taster machen möchte, dann muss man hier die Spannung unterbrechen. Gedrückt halten den Taster, Spannung wieder an. Taster loslassen, dann blinkt das hier, dann drückt man einmal kurz, die Lampe muss jetzt leuchten, die grüne, und dann drückt man wieder lang, lässt man wieder los, und dann hat man jetzt hier 10 Millisekunden Schweißzeit, und dann kann man hier kurz durch kurzes Drücken dies dann verändern, und mit dem Taster kann man hier das auslesen. So, falls man jetzt hier nicht aus dem Modus wieder rauskommt, oder da kommt man nicht mehr raus, muss man halt ausschalten, einschalten, also gedrückt halten, halt so loslassen, so, und dann muss die grüne LED blinken, dann drückt man wieder lang und dann ist man wieder hier in den Standardmodus. Wenn man jetzt hier lang drückt,
wieder loslässt, dann hat man hier eine andere Pausenzeit. Dann. Die kann man dann hier erhöhen. Da zeigt es dann immer, es blinkt dann mal kurz und dann zeigt es dann, hat es jetzt blau angezeigt. Und so kann man das dann halt sehen. Ja, und die Schweißzeit, das ist jetzt die geringste Schweißzeit, das ist jetzt rot. Ne, da muss man dann bloß mal kurz drücken. Ne, das wären 20 Millisekunden, 30, 40, 50, 60, 70. Und rot ist wieder 10 Millisekunden. Das Einzige, wo man hier aufpassen muss, dass man nicht die Spannungen hier, die Polarität vertauscht, weil da geht sofort die Schaltung hier kaputt. Da brennt der 78,5 der Spannungsregler durch und dann kann man hier das beerdigen. Oder man wechselt diesen. Und wenn man Glück hat, dass da nicht am Ausgang dann die falsche Spannung ausgegeben hat und den Steuerstipp hier mit zerstört hat. Ne, also mache ich auf jeden Fall hier noch eine Verpolschutzdiode hier rein. Und was halt super wichtig ist, die Schaltung mit einer externen Spannungsquelle von 12 Volt zu versorgen. Sonst gehen die MOSFETs hier ruckzuck durch. Also wie gesagt, meine Tests, die habe ich alle mit 5 MOSFETs hier gemacht, wo jetzt ja 3 gefehlt haben, die es zerschossen hat. Also problemlos geht das. Warm wird alles beim Schweißen, aber es hält. Ja, das muss man auf jeden Fall hier beachten, weil sonst wird das Mist. Dann geht das innerhalb von Sekunden kaputt. Das kann ich jetzt gleich nochmal zeigen. Von den Werten, von der Spezifikation. Wie man das sehen kann, von der Kennlinie. Das zeige ich jetzt gleich. So, das ist hier der N-Channel MOSFETs. Das sind halt 8 Stück. Da kann man sich ja dann ausrechnen. Das ist eben der Widerstand, wenn er durchschaltet, ne, bei 300 Ampere. 40 Volt Sperrspannung maximal sollte man nicht überschreiten, logischerweise. So, hier hat man ein paar technische Daten. So heißt das Ding hier iBlue 300N04S4-R7. Genau, 300 Ampere, 25 Grad, geht Source, ne, 10 Volt. Ne? Also, wenn jetzt hier, das ist eben wichtig, schon die Angabe. Wenn da eben am Gate und am Source eine Spannung von 10 Volt hat. Ne? Wenn das weniger ist, kann da halt auch weniger Strom schalten. Weil da in dem Chip dann, oder besser gesagt, der Widerstand wird höher und dann hat man eine höhere Verlustleistung. Genau, kurzzeitig Pulse Drain 1200 Ampere. Ja, was ist noch wichtig? Genau, 429 Watt. Genau, wenn die überschritten wird, mal kurzzeitig, also wenn der nicht mal richtig durchsteuert, dann brennt er halt sofort durch. Ne? Weil es sind zwar jetzt 8 Stück parallel geschalten, aber die haben ja alle irgendwo eine unterschiedliche Schaltschwelle. Und irgendeinen trifft es dann immer. So, was ist noch interessant? Das sieht man hier an der Kennlinie. Halt. So sieht das aus, ne? 10 Volt, der steuert da durch bis 1200 Ampere, ohne dass der Widerstand hier höher wird, ne? Der RDS on. So, wenn man jetzt hier 5 Volt hernimmt, ne? Wenn die Spannung jetzt auf 5 Volt, zusammenbricht, kann man das schon schön sehen, dass da hier schon bei 150 Ampere sowas, ne? Dass das extrem dann ansteigt, der Widerstand. 4 Milliohm und 300 Ampere, dann wird der Widerstand so hoch und auch dementsprechend die Verlustleistung, dass es dann sofort der
Kristall, der Chip dann halt schmilzt. Ja, und das ist mir auch passiert und das ist halt wichtig, das zu beachten. Na, sonst hat man hier, wie gesagt, nicht lang Spaß an der Schaltung. Ne? Weil das wird eigentlich nicht explizit gesagt in der Beschreibung hier. Da ist bloß, da steht irgendwas, dass man den Kondensator hier mit dazu löten sollte, dass das sonst kaputt geht irgendwie. Aber nun gut. So, da muss man das halt so machen. Ne? Da schaltet ja halt das Minus durch, die Schaltung, und hier versorgt man das mit einer externen Spannungsquelle, 12 Volt oder so. Und der Kondensator, der stützt das halt, die Schaltung, dass es, wenn die MOSFETs ja durchgeschalten werden, dass die Spannung halt in dem Moment nicht zusammenbricht. Weil man hat ja eine Gate-Kapazität und die muss ja auch umgeladen oder aufgeladen werden, dann fließt ja auch schon in Strom, ne? Und wenn das Netzteil dann halt das nicht liefern kann, in dem Moment, könnte man jetzt ausrechnen, wie viel das ist, weiß ich jetzt nicht, kann man in den Datenblättern jetzt suchen und errechnen, aber ist ja egal, zumindest der Kondensator stützt dann das, dass das nicht passieren kann, dass die Spannung eben halt ausreicht, ne, beim Durchschalten. Ne. Ja, wie gesagt, das Plus schleift noch durch. Und was habe ich hier genommen? Das ist jetzt 4 Quadratmillimeter Kabel. Und hier habe ich mir selber ein paar Schweißspitzen gebaut. Ne. Das sind ungefähr 40 cm sind das hier. Ja, alles gut. So, ich habe hier aus dem Kfz-Bereich so ein Power Cap mit 1 Farad. Mal sehen, wie der sich so schlägt oder wie die Ströme da sich verhalten beim Schweißen. Und dann habe ich noch hier so ein Lithium-Polymer-Akku. Na, da messen wir mal einen Innenwiderstand. Da zeige ich mal, wie man das so machen kann. Und welche Ströme da zustande kommen bei so einem Lithium-Polymer-Akku. Sollen ja laut Beschreibung mit die höchsten Ströme produzieren können. Ja, das kann ich mal zeigen und das wird man auch jetzt sehen im nächsten Schritt. Den lade ich hier mit 13,5 Volt sowas auf. Hier mit den Anschlüssen. Hier habe ich das so verklemmt. Dann habe ich mal durchgemessen. Der hat nicht mehr ganz 1 Farad. Das sind noch ja, knapp 0,9. Naja, hat ein bisschen Verlust. Ja, hier sieht man schön, wie der Strom hier pulsiert. Der entlädt sich und dann brennt so lang die grüne LED, bis wieder die Spannung dann sich auf um die 10 Volt aufgeladen hat. Das ist mein Shunt. Mein Widerstand 60 mV, 750 Ampere kann der hier problemlos. 0,2%, Klasse 0,2. Ja, das sind 80 Mikroohm. Na, so viele Stellen hinterm Komma. Ist das der Widerstand? Und wenn man ein Teilerverhältnis einstellen kann, am Oszilloskop kann man dies dann mit 12.500 tun und dann hat man dann hier den Strom in Ampere
den bekommt man dann gleich umgerechnet und angezeigt. Ne? Ja, das ist ja wenig induktiv, das Teil, das eignet sich gut für diese Messung. Da wollen wir mal sehen, wie das hier ausschaut. So sieht das jetzt auf dem Oszilloskop aus. Der Visor für die Zeit ist 5 Millisekunden, also haben wir ein kleines bisschen länger. Die 10 Millisekunden ist der Puls. Sieht man halt, dass der Kondensator sich dann entlädt. Ne? Sehr schnell. Wenn man da halt eine Batterie hätte, wäre das der Strom dann konstanter. Der bricht dann halt auch ein, je nachdem wie der Innenwiderstand ist von den ganzen Kabel und von der Batterie dann im Endeffekt. Ja, aber ich will das ja mit einem Kondensator machen, erstmal, und nicht mit einer Batterie. So sieht das aus, wenn der Kondensator sich entlädt. Ja, hier hast du den Überspringer. Also hier ab hier ungefähr, nein, noch ein bisschen tiefer, würde ich sagen, beginnt der effektive Strom hier zu fließen. Na, das wären dann 134 Volt, also entspricht 1340 Ampere. Dann geht das los, der Stromfluss, und endet dann, was haben wir hier eingestellt, 50 Volt pro Divisor, ja, bei 38, 380, das sind dann hier 380 Ampere. Wenn der nach den 10 Millisekunden hier den Stromfluss unterbricht, hier die Schaltung. So, dann gehen wir mal höher mit der Zeit. Schalten wir erstmal auf 20. Da sieht man, wie der Strom weiter runter geht. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Das ist die dritte Stufe, 30 Millisekunden. Na, da geht dann fast auf 0. Dann mal eine andere Zeitablenkung einstellen. Na, das sieht man hier. Bei, was haben wir jetzt eingestellt? 10 Millisekunden pro Divisor. Ja, 10, 20, sind wir noch 30. Millisekunden dann fast am Boden. Das machen wir 40 Millisekunden. Ja, das macht dann keinen Sinn mehr. Genau, das geht dann fast auf 0. Auf 0 Ampere runter. Also bringt hier mit einer Einstellung von 30 Millisekunden Schweißzeit und mit so einem 1-Farad-Kondensator hier keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Also 10, 20 Millisekunden in der ersten, zweiten Schweißstufe hier bei der Schaltung. Das macht Sinn. Was höher ist, ist dann sinnlos sozusagen. Ja, man muss ja sagen, ich messe hier einen absoluten Kurzschluss direkt von den Kabel. Wenn man jetzt mit den Schweißspitzen jetzt hantiert, wird der Strom natürlich etwas niedriger ausfallen. Aber das soll ja erstmal bloß zeigen hier, wo wir hier dran sind. Ne? So, jetzt stelle ich mal die Schweißzeit höher. Genau, und jetzt ist es ist so eine Klemme abgerutscht beim Schweißen. In dem Moment hat es keine Betriebsspannung mehr gehabt und da konnte jetzt die Fetzt nicht mal hier durch
Schalten korrekt, dann hat es gepfatscht kurz. So, und jetzt schalten die. Jetzt schaltet einer oder alle. Ich denke mal, einen wird es erledigt haben. Ja, die Steuerung, die geht noch. Hoffe ich mal. Na, sieht schon mal nicht schlecht aus. Na, das ist hier abgefahren. Einfach. Jetzt habe ich drei MOSFETs hier zerrammelt. Na, weil das Problem ist, wenn man hier das kurz schließt, sozusagen, und dann hier die Betriebsspannung abklemmt, dann macht der Chip oder die Steuerschaltung hier ein bisschen was er will. Und dann gehen die MOSFETs durch, leider. Die MOSFETs, die habe ich ja bestellt, die werde ich noch ersetzen, aber das geht trotzdem hier, die Schaltung. Aber besser ist es schon, wenn man hier alle im Einsatz hat. Verteilen sich natürlich die Ströme ein bisschen besser. Ja. Jetzt habe ich mir hier so ein Lithium-Polymer-Akku organisiert. Ja, die sind ja bekannt für sehr hohe Entladeströme, ne? 100 bis 150 C, das sind 1,5 Amperestunden. Ja, da ist er schön niedlich. Na, mal sehen, was der von Innenwiderstand hat. Das werden wir jetzt gleich mal ausmessen. Und dann kann man ja den maximal möglichen Strom dann ausrechnen. So, ich habe jetzt hier eine elektronische Last angeschlossen, einen Strom von 10 Ampere eingestellt, die jetzt noch nicht fließen. Das ist jetzt die Leerlaufspannung. Hier messe ich direkt am Balancer-Anschluss, also die gehen jetzt direkt an die Zellen jetzt heran. So, jetzt haben wir hier 12,438 Volt. Das ist jetzt die Leerlaufspannung und jetzt geben wir hier einen Strom von 10 Ampere dazu. Na, die bricht dann ein. Tun wir mal halten den Wert. So, wie rechnet man das? Den Widerstand. U durch I. Genau. Also haben wir hier 0,366 Volt. Durch 10 Ampere sind 0,0366 Ohm. Man kann das auch hier mit so einem Widerstand ausmessen. Das ist aber ein bisschen komplizierter, finde ich. Ja, weil man erstmal muss man den ziemlich genau ausmessen, den Widerstand hier. Und dann muss man die Spannung am Widerstand messen. Und dann gleichzeitig noch mit einem anderen Spannungsmesser an dem Akku halt, ne? So. Genau, das ist jetzt hier der Ausgangswert. So, der Widerstand ist noch nicht dran. Jetzt klemme ich ihn an. So, speichert das und messe hier, lese hier ab. 12,17 Volt am Widerstand. Wie man schon sehen kann, hatten wir jetzt hier eine geringere Spannungsdifferenz. Na, das liegt daran, weil wir ja einen geringeren Stromfluss haben. Na, umso geringer der Strom ist, umso weniger macht sich dann halt die Spannungsänderung dann bemerkbar. So, wie rechnet man das jetzt aus in dem Fall? Ne? Also ich habe hier gemessen eine Spannung von 12,17 Volt am Widerstand. Den habe ich ausgemessen vorher. Und der hat 5,6 Ohm. So. Und da kommt man auf 2,17 Ampere. 2,17 Ampere, was jetzt hier fließt. So, und dann hat man hier eine Spannungsdifferenz von 90 Millivolt, 0,09 Volt, durch die 2,17
7 Ampere. Kommt man hier auf 41 Milliohm, ja, so ungefähr. Kommt man jetzt auf einen ähnlichen Wert wie vorhin. Ne? Also ungefähr, so kann man das machen. Ne? So, wie kommt man jetzt hier auf den maximalen Strom? Also ich rechne jetzt einmal mit 12 Volt Spannung. Ja, und das geteilt durch die 40 Milliohm, dann kommt man auf 300 Ampere. Also das ist der theoretische Kurzschlussstrom des Akkus da hier. Jetzt messen wir den Innenwiderstand mit einem Pulsstrom. 50 Millisekunden soll da lang sein und eine Sekunde Pause. Dazu habe ich so einen Shunt hier mit 0,024 Ohm. Das ist ein 60 Millivolt Shunt, 25 Ampere. So sieht das jetzt auf dem Oszilloskop aus, also der Strom, der wird über die ganze Zeit konstant gehalten. Ja, das ist hier eine elektronische Last, die regelt das in 30 Mikrosekunden aus. Ja, wie man schön sehen kann, ich habe jetzt den Teilungsfaktor so eingestellt, dass jetzt hier der Wert, das ist, soll der Strom sein, so in etwa 20 Ampere. Soll keine hochgenaue Messung werden. Das ist bloß, dass man sieht, dass der Strom hier von Anfang bis Ende hier konstant durchfließt. Und hier hat man die Zeitbasis 10 Millisekunden pro Divisor. Ja, und dann müsste man 5 haben. 3, 4, 5. Also haut hin. So, das ist jetzt der Spannungseinbruch. Sieht man, wie schnell sich das wieder erholt. So, dann tun wir jetzt mal hier mit dem Cursor hier ermitteln. So, ganz oben. So was, ne? Und da hätten wir einen Spannungseinbruch von 355 Millivolt. 355. Genau, das ist die Differenz. Bei 20 Ampere Stromfluss. Jetzt werden wir den Schweißstrom hier mal messen. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht angesteckt, werde ich gleich tun, mal kurz. Das ist bloß das Problem, wenn jetzt irgendwo hier ein Störfall auftritt, irgendwo so ein MOSFET durchgeht und es ist hier angeklemmt, dann kann sein, dass die Batterie dann kaputt geht. Ja. Genau, ich denke mal, das ist hier induktiv. Das soll uns ja jetzt nicht stören. Stellen wir mal den Cursor hier auf Maximum, der andere ist auf Minimum. So, was hat man hier? Das ist ganz wichtig, Delta Y. Das ist hier der Wert. Eine Stelle haben wir gesagt, müssen wir noch mehr nennen. Rechnen, also sprich, das zeigt jetzt 72,0. Sind aber 720, also fließen hier 720 Ampere. Ganz interessant. Ne? Jetzt habe ich die höchste Schweißstufe eingestellt, das sind dann 70 Millisekunden. Wie man hier schon sehen kann, also ganz leicht fällt der Strom hier ab, hier hinten.
ne, aber nicht hier wahnsinnig viel. Also fast bis zum Ende fließt der Strom hier von 700 Ampere ungefähr. Das ist schon Wahnsinn. Hier habe ich den Divisor, ne, das sind 20 Millisekunden. 20 Millisekunden. Da kann man ja zählen. 20, 40, 60 und nochmal die Hälfte. 70. Ganz gut. So, dann wollen wir das mal am Akku messen, was dann oder wie weit die Spannung dann von der Batterie hier einbricht. Das interessiert mich jetzt auch mal. Ja, die gleiche Zeiteinstellung habe ich hier belassen, 20 Millisekunden. So, aber die Y-Achse habe ich auf 2 Volt pro Divisor gestellt. So, hier unten ist die 0. Halt, hier. Hier C1 steht. Na, das sind 0 Volt. Und hier oben sind 11. Guck mal. Ich glaube, mich stört. Das sind genau. Halt, 12. Nee, das stimmt nicht. 12,14 Volt. Sowas. Genau, 12,1 Volt. Ja. So, dann kommt der Strom. Da fließt 70 Millisekunden und hier, ne, nach dem Stromfluss braucht es erst wieder eine Zeit, bis das wieder sich die Spannung erhöht hat auf den ursprünglichen Wert. So, und diese Linie, das sind dann 6 Volt. 2 Volt pro Divisor, 2, 4, 6, genau, 6 Volt, das ist der Cursor hier. Halt. Das ist dieser. Also bricht die Spannung so auf 6 Volt, 5,78, 5,7 Volt bricht die ein. Das ist ganz gut, finde ich. Also das ist sehr tauglich, finde ich jetzt hier der Akku. Das ist jetzt die Stufe 4, 40 Millisekunden. Bloß ein bisschen blöd mit den Elektroden halten. Da fühlt man sich wie beim Chinesen hier. Das sind 50 Millisekunden. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt noch die Scherprobe. Also auf jeden Fall auf die 16850 Lithiumzellen. Da hält das dann auch. Das könnt ihr glauben. Na, das reicht. Und das reißt hier. Die sind dann überall Löcher drin. Hier. Scheint das Licht durch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.